Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, hier ist Basti. Ich will nur ein kurzes Infovideo machen und zwar ist die FIFA 16 Ultimate Team Web App online. Ich mache das jetzt hier ganz unprofessionell mit meiner Kamera einfach und wollte euch nur darauf hinweisen, für die, die es nicht wissen, den Link zu der Web App mache ich euch in die Beschreibung. Ihr könnt euch jetzt schon mit eurem Account, den ihr auch schon immer bei FIFA genutzt habt, anmelden und euer Team anfangen zu bauen. Je länger ihr schon bei FIFA dabei seid, desto mehr Packs kriegt ihr geschenkt. Und ich werde jetzt auch gleich mal meine 4 Packs hier live für euch aufmachen. Ja, wie gesagt, den Link zur Web App mache ich euch in die Beschreibung rein. Und dann könnt ihr aussuchen, mit welchem Account ihr euch da einloggen wollt und auch von welcher Konsole das Ganze ist. Und mit dem Account spielt ihr dann auch, wenn ihr FIFA 16 dann bald habt, dass ihr hoffentlich über meinen Link vorbestellt habt, übrigens auch in der Beschreibung, dass ihr darüber bestellt habt. Da meldet ihr euch dann auch mit an und dann habt ihr schon das, was ihr jetzt bis dahin alles euch erwirtschaftet habt in FIFA 16 im Ultimate Team Modus. Und ich denke mal, das könnte für alle ein guter Start sein, jetzt schon reinzugehen. Ganz wichtig ist, es gibt jeden Tag ein Geschenk. Also wenn ihr euch täglich da einloggt, bekommt ihr irgendwas per Zufall zugewählt. Ich habe jetzt, glaube ich, eben 1000 Münzen bekommen. Weiß nicht, ob das am Anfang standardmäßig ist. Aber es kann auch irgendwas anderes sein, einfach nur ein Pack oder sowas. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Packs auf, die ich hier habe. Das ist übrigens mein Team, was ich am Anfang zugelost bekommen habe. So, ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen. Und ich filme jetzt einfach mal ganz unprofessionell hier meinen Monitor ab. Aber es geht ja jetzt um die Sache an sich. Und hier fällt schon mal auf. Übrigens kann man jetzt auch im Vollbildmodus mit der Tastatur Eingaben machen, dass es auch Packs gibt, wo nur Spieler drin sind. Also habe ich hier auf jeden Fall zugestellt bekommen, weil ich bin ja schon bei FIFA Ultimate Team seit FIFA 12 und ich weiß nicht, glaube ich, deswegen habe ich jetzt die ganzen Packs hier bekommen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Goldset hier an und ich denke mal, alle Spieler, die ich hier drin habe, die ziehe jetzt, werde ich nicht verkaufen können. Wer ist das hier? Mikel Macedo oder Mikel Macedo. Dann haben wir hier noch ein paar Trikots. Ein Trikot, ja, sehr toll. Aha. Engine, okay. Werde ich jetzt gleich mal in den Verein alles machen. Okay, da war jetzt kein Bombenspieler dabei, aber ich will nur ganz kurz gucken. Doch, ich kann den ganz normal verkaufen, also das freut mich doch schon mal. Kann man jetzt alles überhaupt sehen? Sorry, falls ihr es nicht alles sehen konntet jetzt. So, also kann ich dann doch verkaufen. Ich mache jetzt erstmal alles zum Verein und ziehe jetzt die nächsten beiden Packs. Und gleich kommt noch ein Pack, wo ich hier nur Spieler habe. Ja, aber jetzt machen wir mal das andere Goldpack hier auf. Zack, also ihr seht jetzt schon mein erstes FIFA 16 Pack Opening. Ein argentinischen Innenverteidiger aus was für einer Liga ist das eigentlich? Aha, okay, das ist dann die argentinische Liga. Okay, so, dann haben wir hier eigentlich alles nichts Tolles, nichts Großes, Bekanntes. Given, ein cooles Trikot, das gefällt mir. Einmal hier Paris Saint-Germain Spieler, irgendwie ist die Flagge hier sehr nah an dem Logo dran, an dem Button dran. Ja, Quintero und ansonsten noch so ein paar Verträge hier und einmal Deadeye haben wir gezogen. Okay, ja, alles okay. Dafür, dass ich nichts bezahlt habe, kann ich damit leben. Und wir machen das auch immer einfach zum Verein dazu. Dann hier das nächste Pack. Nehmen wir mal jetzt hier ein komplettes Spielerpack und mal schauen, was wir da ziehen werden. Ja, na, warum denn nicht? Wie heißt er? Aboubakar. Okay, Porto, Henry, ja, es ist jetzt hier alles nichts Wildes. Die Bilder sind auf jeden Fall nice. So, ja, Pinar, ehemaliger Dortmund-Spieler. Dann haben wir hier nochmal Leipzig. Nee, warte mal, das ist doch Red Bull Leipzig. So, Sarah und Vergos. Ganz toll, ganz tolle Spieler hier. Super, ein Seltener immerhin. Kann man jetzt eigentlich mittlerweile hier, nö, ich hätte jetzt gerne gesehen seine, ja, Attribute, aber das geht aber leider nicht. Gut, letztes Pack wird jetzt geöffnet. Hier steht es nochmal, 12, kann man jetzt vorher sehen, schon ein bisschen besser, übersichtlicher. 12 Objekte, 4 Goldspieler, einer selten. Ja, so würde ich das jetzt jeweils verstehen. Achso, hier unten steht es auch nochmal, je 4 Bronze, Silber und Gold, mindestens ein Seltener dabei. Und den werden wir jetzt, einen Bombenspieler hier ziehen. Es ist Adrian. Ganz schlecht. Ganz schlecht.
So, ja, was haben wir hier? Immerhin Hasebe, Mensch, schon Frankfurt. Sergio Sanchez. Und ansonsten nichts Wildes dabei. Und die kann ich jetzt alle hier in meinen Verein machen. Was gibt's noch? Ich habe mir das noch nicht großartig angeschaut, alles. Auf dem Transfermarkt machen die Leute hier schon wie verrückt ihre Sachen drauf. Ich weiß nicht, ob das auch schon im letzten FIFA ging, dass man hier unten direkt sagen wollte, konnte, hier, ich möchte meinen Ball wechseln. Und dann kannst du gucken, ah, guck mal, die Trikots habe ich. Ah, dann hätte ich gerne als Auswärtstrikot das blaue und als Heimtrikot, ja, das gelbe kann bleiben von mir aus. Oder dann nehmen wir das halt hier hin, keine Ahnung. Oder das gleiche mit dem Wappen. Muss man natürlich auch ein paar Wappen und Stadien haben, damit man das Ganze machen kann. Ja, ich wollte euch nur mal kurz darauf hinweisen. Viel Spaß damit. Und hier seht ihr es oben: Modern Consumer gründet 2013. Das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein. Ich will das Video schnell hochladen, deswegen gibt es jetzt keinen Anfang und kein Ende. Macht's einfach gut. Bis dann, ich bin raus. Viel Spaß, wir sehen uns in den nächsten Videos. Habe jetzt gerade eben noch ein Draft-Video vorbereitet. Ja, viel Spaß damit. Raus!